Machen wir heute Römerbrief. Ich wollte euch nur schnell die eine Bibelstelle noch zeigen, weil die mir wichtig ist und die fällt eigentlich auch gar nicht so sehr auf, wenn man die liest. Das ist 5. Mose 19, das Gesetz über die Freistätte. Ja? Wenn der Herr dein Gott die Völker ausgerottet hat, welcher Land dir der Herr dein Gott geben wird, soll, dass du es einnimmst und in ihren Städten und Häusern wohnst, sollst du dir 3 Städte aussondern in dem Land, das dir der Herr dein Gott geben wird, einzunehmen und sollst den Weg dahin zurichten. Und das Gebiet deines Landes, das dir der Herr dein Gott austeilen wird, in 3 Kreise schneiden, dass dahin fliehe, wer einen Totschlag getan hat. Und also soll sein mit der Sache des Totschlägers, der dahin flieht, dass er lebendig bleibe. Doppelpunkt, wenn jemand seinen Nächsten schlägt oder erschlägt, und zwar nicht vorsätzlich und hat zuvor keinen Hass auf ihn gehabt, sondern so, als wenn jemand mit seinem Nächsten in den Wald ginge, um Holz zu hauen und seine Hand holte mit der Axt aus, das Holz abzuhauen und das Eisen führe vom Stiel und träfe seinen Nächsten, dass er stürbe, der soll in dieser Stätte eine fliehen, dass er lebendig bleibe. Also wer aus Versehen einen anderen umgebracht hat, dann soll er in diese Freistätte fliehen und soll dort am Leben bleiben. Er muss aber in der Freistatt bleiben. Wenn er die Freistatt verlässt, dann hat er das Leben verwirkt. Ja? Das fast wie bei Christus auch. Ja? Und das Spannende fand ich hier, bei mir in der Luther steht leider nur, und du sollst den Weg dahin zurichten. Hat jemand vielleicht eine Elberfelder Bibel? Kann das jemand kurz lesen? Ja, und dann Vers 3. Du sollst den Weg dahin instand halten. Das finde ich so wichtig, ja. Also der Weg zu Christus muss instand gehalten bleiben, hier zu den Freistätten, dass da keine Bäume drauf liegen oder Felsen und der dann flüchten will, der wird dann da gehindert und wird doch eingeholt, ja. Also die Wege zu den Freistätten, die sollen halt gut instand gehalten werden. Und so ist das auch mit Jesus Christus, dass das Evangelium halt klar bleibt und deutlich bleibt und die Schlichtheit und die Einfachheit und der schnelle Zugang zum Heil in Christus allein durch den Glauben, das empfinde ich so als dieses Instandhalten der Straßen, ja, dass man da dem Menschen, der das Heil sucht, den Weg nicht versperrt. Ja. Wollte ich euch nur zeigen, vielleicht für euer persönliches Bibelstudium. So, jetzt Kapitel 6, das Leben des Christen im Alltag. Ja, jetzt kommen wir zum Wandel. Beim letzten Mal in Römer 5, da ging es um die Stellung in Christus, jetzt geht es um den Wandel. Ja, und das ist so ein Thema, was, wie gesagt, mir ganz stark am Herzen liegt, diese Unterscheidung zwischen Stellung und Wandel, weil wir heute oftmals in den Gemeinden nur noch über das praktische Alltagsleben hören und manchmal auch nur über praktische Alltagsprobleme und wie wir die lösen können und wie der Christ ein sinnerfülltes Leben lebt. Ja? Als ob Jesus für uns gestorben ist auf Golgatha, damit wir einen Sinn im Leben hätten. Der Herr ist gestorben, weil wir Sünder waren, nicht um einen Sinn im Leben zu bekommen. Ja? Wer Vergebung hat, hat auch einen Sinn im Leben. Der hat nämlich ein Ziel, ja? Der weiß wohin, der weiß, warum er hier ist. Aber Jesus ist nicht gestorben, damit wir einen Sinn im Leben hätten. Aber die Predigten heute, die sind manchmal so ein ganz klein bisschen am Ziel vorbei, ja? Aber es ist halt auch daneben. Ja? Und man beschäftigt sich oft nur mit dem äußeren Menschen, mit dem alten Menschen, mit den Problemen des Alltags. Jesus als Lebenshilfe, Jesus als Therapie. Ja? Der Mensch will nicht mehr Sünder sein, sondern wir sind einsam. Der Mensch will nicht mehr Sünder sein, wir sind krank. Wir brauchen Heilung, nicht Vergebung. Ja? Das heißt, das Evangelium, das ist so ganz, es wird abgeschwächt, es wird in seinem Skandal, wird das ein bisschen aufgeweicht, da wird ein bisschen Sauerteig, kommt da rein, dann sieht das Brot auch besser aus. Es ist nicht so lätschig, gell? Wie sie, die Matzen sind ja so flach, die gehen ja nicht richtig auf, ja? Weil da kein Sauerteig drin ist. Und ein Pastor in der Slowakei hat mal gepredigt, was macht denn der Sauerteig mit dem Brot? Der macht das Brot schön, der macht eine schöne Kruste, der macht das locker, das kann man gut essen, ja? Es ist verträglich. Aber Jesus sagt, ins Evangelium darf kein Sauerteig rein. Das Evangelium soll den Menschen nicht hinterhergetragen werden oder auf sie angepasst werden oder ihrer Erwartungshaltung entsprechend gepredigt werden. Die Versuchung ist bei den Verkündigern immer da, dass sie das Evangelium so predigt, damit möglichst viele Menschen in die Gemeinde kommen und ungestört dann auch wieder nach Hause gehen, nächsten Sonntag auch wiederkommen, damit sie Scheinchristen werden für die Kollekte, ja? Scheinrein, ja? Damit die Gemeinde groß wird,
damit man die Tausender-Marke knackt. Da darf man die Leute nicht ärgern. Wir wissen von Geschwistern, die haben jetzt eine neue Gemeinde gebaut und das ist finanzielles Desaster geworden. Da kannst du nicht so gerade durchpredigen. Dann ärgern sich da die Leute und gehen. Dann sind die pleite. Wir müssen also so predigen, dass die Leute bleiben. Und das ist oft passiert in Gemeinden, ja? Und dann hat das Geld hat irgendwann das Evangelium dann irgendwann übernommen. Das kann passieren, ne? Aber der Skandal im Evangelium, der bleibt. Aber auch die frohe Botschaft bleibt dann, ja? Und das Evangelium ist auch ein Stück weit wie ein Sieb. Manche Menschen ärgern sich dann daran und die gehen dann auch. Und Entschuldigung, das ist gut, dass die gehen. Denn die halten die Gemeinde Jesu auf. Die dürfen immer gerne wiederkommen. Manchmal kommen die nach Jahren wieder und sagen, das hat mich geärgert, was du gesagt hast damals. Ich war ärgerlich auf dich, aber du hast recht gehabt. Und jetzt habe ich mich bekehrt. Und jetzt will ich das hören, was du da sagst, was da geschrieben steht. Ja? Und dann sollen die gerne kommen. Das ist wie die Herde, das müssen Schafe bleiben. Wenn da zu viele Esel zwischen sind, ja, dann wird das nichts. Ist dann zu viel Geblöke dabei. Ja? Hört sich hart an, ja? Ist auch nicht böse gemeint. Es ist einfach wahr. Und da geht es ja eigentlich auch drum. Ja? So, und jetzt haben wir in Römer 5 gehabt, die Gnade ist mächtig geworden. Und wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade umso mächtiger geworden, ja? Auf das gleich, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, also auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade herrscht, und zwar über alle Sünden. Nicht nur über eine, sondern auch über viele Sünden. Ja, die Gnade ist mächtig, die ist kräftig, die geht nicht so schnell kaputt. Die ist da, die ist gegenwärtig, das sagt Paulus. Und jetzt sagt er, ja gut, was machen wir denn jetzt? Wenn die Gnade so stark ist, sollen wir denn dann in der Sünde bleiben? Da bleiben wir halt da. Und es wäre ja sogar so, wenn wir kräftig sündigen, dann muss Gott uns ja noch viel mehr vergeben. Dann wird seine Gnade ja noch größer. Das macht Logik mit dem Evangelium. Das ist die Logik. Und die Logik ist nicht in der Lage, das Evangelium zu erklären. Logisch wäre doch zu sagen, ich sündige ganz viel, weil wem viel vergeben ist, der liebt ja auch viel. Aber das passt ja nicht, ja? Aber das wäre ein logischer Schluss. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich einem Studienkollegen gesagt, Vino, sag, ich bin Christ geworden, ich glaube an Jesus Christus, hat mir meine Sünde vergeben. Aha, sagt er. Ja, sag ich, die ich getan habe und die ich tue und noch tun werde. Aha, ist das super. Kannst du eine Bank überfallen. Ist das logisch? Natürlich ist das ist hochlogisch. Ja? Ist das Erste, was Vino einfällt? Zur Gnade? Zieht er die Gnade auf Mutwillen? Natürlich. Missbraucht er die Gnade, um sein eigenes Leben etwas aufzubessern? Natürlich, das macht der alte Mensch. Aber das ist Logik. Das ist eine logische Konsequenz. Überfällt Vino nur deswegen keine Bank, weil er Angst hat? Würde er, wenn keine Strafe da wäre, sofort in die nächste Bank gehen und die ausrauben? Implementiert das nicht, was er da sagt? Wenn man da mal in Ruhe drüber nachdenkt, äußern die Menschen nicht das, was in ihnen drin ist? Natürlich. Und wir Christen müssen gute Zuhörer sein. Jesus war ein guter Zuhörer. Jesus hat immer gehört, was die Menschen im Herzen gehabt haben. Und manchmal seht ihr, dass Jesus auf bestimmte Fragen antwortet, wo man denkt, haben die Leute überhaupt nicht gestellt, die Frage. Haben sie doch. Sie haben das im Herzen gehabt. Und Jesus antwortet auf das, was im Herzen ist. Und er sagt, urteilt nicht das, was vor Augen ist, sondern urteilt ein rechtes Gericht. Lernt das dahinter zu schauen, was dahinter ist. Das können wir, wenn wir gelernt haben, hinter unsere Fassade zu schauen. Wenn wir uns kennen, wenn ihr euch kennt, dann lernen wir uns erst selber kennen und wissen, was in uns ist. Und dann müssen wir erst zu Jesus und müssen gereinigt werden und werden durchgerichtet. Ja, das ist Buße, das ist Umkehr, das ist Metanoia, Sinnesänderung. Und dann sollen wir gute Zuhörer sein. Und dann hören wir, was die Welt da äußert, dass das fadenscheinig ist. Und dann lernen wir auch besser, darauf zu antworten. Ja? Wenn wir den Menschen sagen, dass alle Menschen Sünder sind, dann sagen die Menschen immer, ja, ich habe ja noch niemand umgebracht. Kennt ihr das? Was ist denn das für eine Entschuldigung? Man entschuldigt sich mit einem Kapitalverbrechen? Ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, was soll denn das Sünder? Ich habe noch nie gelogen. Wieso sagt das denn niemand? Weil sie alle schon gelogen haben.
Ja, dann geben sie ja damit zu, dass sie Sünder sind. Ist das Einzige, womit man sich verteidigen kann, noch, dass man noch niemand getötet hat? Hört ihr das? Das ist ja ein Offenbarungseid, so eine blöde Antwort, oder? Und wenn man da mal in Ruhe drüber nachdenkt und überlegt, was sage ich dem denn, dann muss man sagen, du hast gerade ein eigenes Todesurteil gesprochen. Ist dir das bewusst? Die Menschen offenbaren sich ja, die zeigen das ja, was in ihnen ist. Und wenn wir gute Zuhörer sind und wenn wir uns selber kennen und sehen, die ganze Welt verteidigt sich mit dem Kapitalverbrechen, wie albern ist das denn? Da kann man relativ schnell antworten drauf. Jetzt ist die Frage, antwortet man da liebevoll drauf oder antwortet man da schroff drauf? Wer steht denn da vor mir? Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Typ? Was kann der denn vertragen? Ja? Kann der mal so einen groben Keil vertragen? Braucht er das? Oder ist das vielleicht jemand, der ein bisschen sensibel ist, wo ich sage, jetzt überleg doch mal, was du da gesagt hast. Wieso? Ja? Ja, du hast dich mit dem Kapitalverbrechen verteidigt. Ja? Und ich meine, Jesus geht ja noch weiter. Und der sagt ja, wer nur sagt in seinem Herzen, zu seinem Bruder ist ein Dummkopf, der ist dann des Todes schon schuldig. Ja, Jesus macht das Gesetz ja richtig streng. Ja? Aber ich will damit nur sagen, dass die Menschen sich da schon auch äußern mit dem, was sie da so Land auf, Land ab, so was da über die Lippen kommt. Und wenn wir gute Zuhörer sind, glaube ich, dann kann man den Menschen auch gut antworten darauf. Und man muss ja nicht direkt antworten. Also im Büro habt ihr ja den großen Vorteil oder auf der Arbeit, ihr trefft die Leute ja jeden Tag wieder. Ja? Und man kann ja warten, eine Woche, zwei, kann man beten drüber. Vielleicht hat man nachts irgendwie keinen guten Schlaf und dann irgendwann kommt einem eine Antwort. Vielleicht hat der Chef einem irgendwas gesagt, ja. Und nach zwei Wochen weiß man plötzlich, was man ihm antworten soll. Und dann wartet man noch eine Woche. Man trifft den Chef ja immer wieder, ja. Und irgendwann gibt Gott eine Möglichkeit, wo man dann antworten kann, ja. Und wir können uns ja Zeit lassen auch bei den Themen. Und Gott macht das dann auch und dann lernen wir Stück für Stück das Evangelium liebevoll, aber auch in Wahrheit weiterzugeben. Ja? Ja, was wollen wir hierzu sagen? Ja? Was denn jetzt, sagt Paulus, wenn die Gnade herrscht? Ja? Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Ist das die logische Konsequenz? Ja? Also wenn die Gnade so groß ist, dann lass uns die Gnade doch noch größer machen, indem wir ganz viel sündigen und dann um Vergebung bitten. Ja? Das ist der Gedanke. Und Paulus macht das im Römerbrief oft. Ich rede auf Menschenweise. Wenn ihr danach sucht in euren Bibelprogrammen, dann findet ihr so 3, 4, 5 Stellen im Römerbrief, wo der Paulus das Evangelium vorstellt und dann versetzt er sich in den natürlichen Menschen rein. Ja? Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo er sagt, wenn alle Welt Gott schuldig ist und Gott allein Recht hat, wenn alle Menschen Lügner sind und Gott allein gerecht ist, warum soll denn dann ich noch als Sünder verurteilt werden? Soll Gott doch froh sein, dass er so eine finstere Menschheit hat, die alle Lügner sind, weil vor diesem finsteren Hintergrund der Lüge der Menschen strahlt ja seine Gerechtigkeit umso besser auf. Warum soll ich denn jetzt noch schuldig sein? Das sind so Gedanken, wo Paulus weiß, dass das Evangelium das hochholt. Also das ist immer wieder im Römerbrief, dass er diese Gedanken dann äußert und dass er sich in den natürlichen Menschen reinversetzt und dass der natürliche Mensch, dass er zeigt, wie der reagiert auf dieses Wort Gottes. Und hier macht er das auch. Er sagt, die Gnade ist so groß geworden, dass das ein großer Trost ist für die an Jesus glauben. Und zwar ein fester, begründeter Trost. Ja, das ist keine billige Hilfe, sondern es ist fest geworden in Christus. Und zwar, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, hat Gott das alles schon getan. Ja? Und jetzt versetzt er sich in den natürlichen Verstand des Menschen. Er schreibt ja nicht an Juden, er schreibt ja an Römer. Das waren ja Denker. Ja? Und er sagt, was wollen wir denn jetzt hierzu sagen? Sollen wir in der Sünde beharren, dass die Gnade mächtiger werde? Ist das die logische Konsequenz aus dem, was ich euch sage? Und er sagt, er niemals, auf gar keinen Fall und nie nicht. Das sei ferne, das heißt es im Griechischen. Nie, 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 nie. Ja? Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesum Christum getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ja, frisch gewaschen.
Taufe, der alte Mensch wird untergetaucht, stirbt und kommt aus dem Wasser wieder raus als neuer Mensch. Die Freimaurer machen das auch und dann legt man sich halt in den Sarg. Ja, und dann wird symbolisch, ist das der Tod des Eleven, der jetzt dann da in diese Freimaurerei eingeführt wird. Und wenn der aus dem Sarg rauskommt, hat er nur noch eine neue Familie, der stirbt im Sarg, also seine eigenen Familie, seinen Verwandtschaften, seinen Beziehungen, seinen Freunden, das ist alles tot und er kommt aus dem Sarg raus und nur noch die Bruderschaft ist dann seine neue Familie und nur auch der ist er dann noch verpflichtet. Das ist ein finsteres Abbild für die Taufe, ja. Da ist die Taufe doch was Schöneres, ja. Aber die symbolisiert auch, wir sind in Christi tot getauft, symbolisch, sage ich jetzt mal, in der Taufe, ja. Wir sind symbolisch mit ihm mitgestorben und wir sind mit ihm auferstanden und sollen in Neuheit, in einem neuen Leben wandeln. Und hier ist dieser Wandel, ja. Wie sollen wir denn unser Leben leben? Die Stellung in Christus ist 100%, die ist perfekt und die ändert sich auch nicht. Die wird nicht 99%. Nicht mal durch eure Sünde, das ist ja der Trost. Paulus sagt, wenn ich denn sündige, so sündige nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ja? Paulus stellt sich auf die Seite des neuen Menschen, der neue Mensch, der in Christus ist, der nach Christus geschaffen ist, der perfekt ist, an dem das Gesetz keinen Anteil hat und an dem das Gesetz auch keinen Punkt hat, wo es ansetzen könnte. Weil dieser neue Mensch in Christus, der ist heilig und perfekt. Der ist so, wie das Gesetz das möchte. Der alte Mensch in uns, der ist das halt nicht. Und an dem hat das Gesetz auch noch Anteil. Und der wird auch noch verklagt vom Teufel, dem Verkläger der Brüder. Ja? Und der alte Mensch, der wird auch sterben, der wird wieder zur Erde werden, der wird verwesen. Warum? Na, weil der das Gesetz übertreten hat. Aber unser neuer Mensch, dessen Bürgerrecht ist im Himmel, da erreicht ihn das Gesetz überhaupt nicht. Weil das Gesetz nur auf Erden gilt. Ja? Das kommt gar nicht bis in den Himmel. Und wenn es in den Himmel käme und würde den neuen Menschen in Christus sehen, würde das Gesetz sagen, habe ich nichts dran auszusetzen. Gehe ich wieder. Ja? Das ist das, was Paulus uns sagt. Das ist die Stellung des Christen. Und schade ist eigentlich, dass über diese Stellung so wenig gepredigt wird, weil der natürliche Mensch, den interessieren eher die Dinge des Alltags und die Dinge des alten Menschen. Ja, und das schwächt er dann ab, indem er nicht mehr über Sünde spricht, sondern über Einsamkeit und über Heilung. Und der Mensch ist krank, so ein bisschen so Mitleidstour. Sorry, dass ich das sage. Deswegen sind mehr Frauen im Gottesdienst als Männer. Sorry, dass ich das so sage, ja? Aber ich glaube, dass das so ist. Weil das spricht das Gefühl an, spricht die Emotionen an, spricht die Seele an. Ist für uns Jungs ist das nichts. Wir sind mehr so mit Fußball, wir wollen ein bisschen Technik, so, ja. Das ist so unser Ding eigentlich. Diese emotionalen Dinge, das ist, fühlen wir uns nicht so wohl bei. Ja? Das ist eher so. Und das macht die Kirche auch gerne. Ich plaudere ein bisschen, ja, weil die Frauen vererben. Die Männer sterben ja vorher. Tut mir leid, ja, ihr Brüder. Die Frauen bleiben ja meistens übrig. Ja? Die Männer sterben, weil die so viel gearbeitet haben. Ja? Und die Frauen bleiben übrig und haben das Vermächtnis. Und die Kirche ist natürlich interessiert daran, dass das Vermächtnis an die Kirche kommt. Warum sollen sich die Pastoren um die Männer kümmern, ja? Sondern die Frauen, das ist ja das Interesse, das will man ja haben. Man lernt ja da taktisch zu denken. Das ist nicht so weit weg. Die katholische Kirche hat junge hübsche Priester darauf angesetzt, die älteren Damen da so ein bisschen zu begageln. Das hat sich ausgezahlt für die Kirche. Ja? Und die Brüder haben auch manchmal so eigene Meinungen und dann kritisieren die auch. Ja, dann kommen die nach dem Gottesdienst und schimpfen mit dem Pastor, mag man auch nicht so. Dann predigt man ein bisschen selig und dann ordnet sich das ganz von selber. Dann sagen die Männer, oh nee, da gehe ich nicht hin. Ja. Und ich mag gerne halt so dieses technische Bibellesen, das wisst ihr ja auch, ja, das mag ich gerne. Aber das Seelische, das darf da auch drin sein. Ja, das ist nicht davon weg, dass die Emotion darf da auch sein. Zerknirschtheit. Aber auch Freude, ja? Trauer über eigene Sünde, aber auch Halleluja in Christus, das darf alles sein. Der Mensch darf sein in der Nähe Christi. Ruhen tut der Glaube aber auf dem Wort, nicht auf der Emotion. Das muss bleiben, das Wort bleibt. Und das Wort ist, ob die Sonne scheint oder ob die Wolken da sind, das Wort bleibt immer gleich. Manchmal suche ich das auf. Ich suche bestimmte Bibelstellen auf und lese die für mich. Ja? Bei manchen Bibelstellen steht auch ein Datum bei. Habt ihr vielleicht auch, ja? Dass man mal einen Tag hatte, wo man sagt, das hat heute zu mir gesprochen. Da schreibe ich mir so ein ganz kleines Datum bei. Ich habe auch hier, habt ihr vielleicht gesehen, ich habe so einen Inkpen.
Edding 1800, das ist Tusche, die schreibt diese dünnen Bibelseiten nicht durch. Ja? Kann ich nur empfehlen. Wer Interesse hat, kann gleich gerne zu mir kommen. Gibt es in allen Farben. Und dann ist so eine spezielle Tinte da, weil die dünnen Seiten, die schreibt man sonst so durch, wenn man einen Bleistift da reinschmiert oder so. Ne? Gut, alles nur Nebensache. Ja? Was wollen wir nun hierzu sagen? Wir sind ja mit Christus gestorben, wir sind ja mit ihm begraben und wir sind ja mit ihm auferweckt. Ja? Und so wie wir mit ihm auferweckt sind, so wie unsere Stellung ist, dass wir de jure, juristisch begraben sind, das ist auch eine Form von Sündenvergebung, oder? Nicht nur diese und jene Vergehen werden uns vergeben, sondern der ganze alte Mensch ist doch mitgestorben. Ja? Der ist ja mit Christus mitgestorben und ist begraben, juristisch. Das ist auch eine Art und Weise, eine Sichtweise, wie die Bibel uns sagt, wie unsere Sünde vergeben worden ist. Nicht nur Stück für Stück, ja, dass wir vielleicht eine Sünde vergessen haben zu bekennen oder so, sondern in Christus ist dieser ganze alte Mensch juristisch tot. Warum? Weil Christus tot war und weil wir zu ihm gehören und mit ihm gestorben. Das ist ein ganz wichtiger, ganz tröstlicher Gedanke. Ja? Der alte Mensch ist gestorben. Es gilt eine neue Schöpfung in Christus. So wie eine Schöpfung in Adam war, so gilt eine neue Schöpfung in Christus. Und juristisch gehören wir schon zu der neuen Schöpfung, dass der Paulus sagt, wenn ich sündige, sündige nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt, die sündigt. Aber ich darf in der neuen Schöpfung schon sein. Und weil wir ein Teil neuer Schöpfung sind und ein Teil noch alter Schöpfung mit uns tragen, deswegen ist dieser Glaubenskampf da und dieser Fleisch gegen Geist, alter Mensch gegen neuer Mensch, innerer Mensch gegen äußerer Mensch, der Mensch in Christus gegen den Menschen in Adam, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt, sagt der Paulus. Ja? Das ist dieser Widerstreit. Aber wenn wir eines Tages beim Herrn sind, dann lassen wir den alten Menschen hier. Und das ist unseres Leibes Erlösung, davon spricht der Paulus. Ja? Aber ich finde es einen interessanten Gedanken, dass er sagt, wir sind ja begraben mit ihm, wir sind im neuen Leben, sind wir auferstanden, dürfen in dieser neuen Wirklichkeit wandeln und uns die aneignen. Ja, das gehört der Gemeinde Jesu. So wie aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Also wir sind zu gleichem Tode gepflanzt, verwachsen mit ihm, eins geworden mit ihm. Luther sagt, wir sind ein Teig mit Christus. Das ist ineinander verbacken in Christus. Ja? So werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein, dieweil wir wissen, dass unser alter Mensch, hier steht's, der alte Mensch und der neue Mensch. Unser alter Mensch ist samt ihm gekreuzigt. Und hier ist diese Theologie vom alten und vom neuen Menschen taucht da plötzlich auf. Überlegt mal, das hat ein Pharisäer geschrieben, der kommt aus dem Gesetz, dessen Lebenssinn war, das Gesetz zu halten, sich zu beschneiden und möglichst viele andere, ja, und das Gesetz des Mose zu halten. Der Gottesmensch im Alten Testament. Und jetzt kommt Paulus plötzlich mit dieser Aussage, dass es einen alten Menschen gibt, der mit Christus gekreuzigt ist und einen neuen Menschen, der mit Christus zusammenlebt, der auferstanden ist. Das ist etwas ganz anderes als Gesetz vom Sinai. Das ist so anders, das ist geradezu vom Himmel herabgeschrieben, nicht vom Berg herab. Ja? Das ist so anders und dass der Paulus als ehemaliger Pharisäer sich so weit vom Judentum entfernt hat, das ist etwas Besonderes. Und das liest man so, ja, und nimmt das so für normal hin, aber der hat eigentlich eine ganz neue Theologie, eine ganz neue Sicht. Und er schreibt das auch im Galaterbrief, ja. Er sagt, ich bin aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christo gekreuzigt. Das ist eine Aussage. Nicht nur Christus ist für mich gekreuzigt worden, ich bin mitgekreuzigt worden. Ich bin mit ihm zu gleichem Tode gepflanzt. Und der alte Mensch ist tot, das symbolisiert man in der Taufe, untertauchen und der neue Mensch darf auferstehen. Und ja, wir haben immer noch unsere Macken und unsere Vorlieben und unsere Neigungen und unsere Schwachheiten. Ja, natürlich. Was sollen wir denn damit machen? Die sollen wir kreuzigen, oder? Ja? Was sagt denn der Paulus da? Ist das eine Form von Masochismus? Ist das blutrünstig? Nein, das ist Christus gleich. Hört ihr das? Er sagt, Christus hat ja seinen Leib gekreuzigt und wir sollen unseren Leib auch kreuzigen. Ja? Ich bin durchs Gesetz
dem Gesetz gestorben, auf das ich lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen. Denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das würde ja heißen, dass Paulus sich parallel zu Christus versteht. Paulus sagt nicht, ihr seid jetzt wiedergeboren, jetzt müsst ihr die Gebote halten. Paulus sagt, ihr seid wiedergeboren, kreuzigt euer Fleisch mitsamt den Begierden. Denn ihr seid ja schon der Welt gekreuzigt und die Welt ist euch gekreuzigt. Das ist juristisch schon vorbei. Wir leben immer noch in der Welt. Wir essen immer noch unser Brot, ja, was vom Acker kommt, was aus dem Erdboden kommt und es wird auch wieder alles zur Erde. Ja, das stimmt. Das hier ist eine Stellung, die uns Paulus zeigt, die Wahrheit ist, geworden ist in Christus und die wir natürlicherweise nicht erleben, sondern das Wort Gottes uns zuruft. Das ist eine Wahrheit, die wir mit unseren fünf Sinnen nicht ergründen können. Das finden wir nur im Wort Gottes. Das ruft das Wort Gottes uns zu. Und die Frage ist, ob wir das glauben können. Ja? Und Paulus sagt nicht, dass wir jetzt, wenn wir glauben, die Gebote halten sollen, was natürlicherweise zu erwarten gewesen wäre von Paulus, ja, als Pharisäer. Sondern er sagt, kreuzigt euer Fleisch mitsamt den Lüsten und Begierden. Und es ist nichts Martialisches, sondern er will damit sagen, das, was Jesus getan hat, das tut ihr auch. Seid in Gleichförmigkeit Christi. Warum? Weil ihr nicht mehr das Gesetz halten sollt, sondern ihr sollt Christus darstellen. Paulus sagt auch nicht, haltet das Gesetz, sondern er sagt im Kolosserbrief, zieht den neuen Menschen an, legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Ja? Kolosser 3, Vers 9 und 10, ja, lügt nicht untereinander, sondern zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus und zieht den neuen an, der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild des, der ihn geschaffen hat. Wer hat denn den neuen Menschen geschaffen? Gott. Nach welchem Ebenbild ist denn der neue Mensch geschaffen? Nach Gott. Gab es das schon mal? Ja. Wann denn? Im Paradies. Das heißt, wenn wir an Christus gläubig werden, ist unser neuer Mensch ja wieder nach dem Bilde Gottes geschaffen. Da hat das Gesetz keinen Anteil dran. Das Gesetz kritisiert Gott nicht, weil Gott über dem Gesetz steht. Ja? Das ist die Stellung, die wir in Christus haben. Und Paulus sagt im Kolosserbrief, zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an. Ja, das ist eine andere Perspektive, die er einnimmt. Aber nirgendwo schreibt Paulus, haltet das Gesetz. Sondern zieht an, zieht aus, kreuzigt, es ist euch gekreuzigt. Das ist alles immer in Verbindung mit Christus und mit dem neuen Menschen. Das ist etwas anderes als das Alte Testament. Das ist eine andere Berufung. Das geht die Leibesgemeinde Jesu an. Das kann ein Rabbiner nicht verstehen. Das ist ihm eine Torheit und es ist ihm ein Ärgernis. Das ist es. Und das bleibt es auch. Und zwar den Rabbinern und der ganzen Welt. Außer der Gemeinde Jesu, der ist das Labsal. Für uns ist das Weisheit in Christus, ja? Das ist etwas, was wunderschön ist, was da essen wir von. Und die Rabbiner werden das nicht verstehen, solange bis sie auch Jesus haben. Und dann wissen sie, worum es geht. So ging es dem Paulus, ja? Und dann steht im Kolosserbrief noch was Interessantes, Kolosser 2, Vers 16 und 17, weil ich ja immer sage, wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern wie Israel, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Ja? Das kommt hier aus dem Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 16 und 17. Da steht Kolosser 2, 16, so lasst euch nun niemand Gewissen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, welches ist nur der Schatten von dem, das zukünftig war. Die Verkörperung aber ist in Christus. Und da habe ich das her. Die Sabbate und die Speisegesetze und das ganze Gesetz, das sind nur Schattenbilder von dem, was zukünftig war. Aber die Verkörperung, das Wesen, das ist in Christus. Und Israel war ein Modell, weil es das Gesetz gehalten hat. Aber wir verstehen das Gesetz als Wort Gottes in Wesenheit, in Christus Fleisch geworden und im Geist und in Wahrheit ausgeführt und in die Gemeinde hineingelegt. Das heißt, wir leben nicht nach dem Buchstaben, sondern wir leben nach dem Wort, welches ist Christus. Und deswegen sagt Paulus nicht, haltet das Gesetz. Weil das Gesetz kommt ja vom Sinai, von einem Priestertum, was nicht mehr existiert. Dieses Priestertum hat aufgehört. Ja, habe ich immer wieder mal von gesprochen. Ja?
Hebräer 7, Vers 12, wo das Priestertum sich geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Das Priestertum hat gewechselt vom Priestertum Aarons und Levis, vom Berg Sinai, hat das gewechselt zum Priestertum Jesu Christi. Wir haben ein anderes Priestertum. Und wenn mir jemand erzählt, die Juden bauen ja noch einen Tempel, die müssen auch noch einen Tempel bauen, die brauchen noch einen Tempel, dann sage ich, wieso, deren Priestertum ist doch vorbei. Das gibt es überhaupt nicht mehr vor Gott. Warum? Ja, weil das Priestertum ist auf Jesus Christus übergegangen. Und das ist kein zeitliches, sondern ein ewiges Priestertum. Das hört nie mehr auf. Und das Alte ist vorbei. Ein Ärgernis für die Juden. Ein großes Ärgernis. Ja? Aber der Gedanke, und der fehlt uns vielfach, auch wenn wir sagen, Israel ist Gottes Volk, dann müsste man eigentlich sagen, ja gut, aber wer den Sohn nicht hat, hat er den Vater auch nicht. Wie kann dann Israel Gottes Volk sein? Wenn die Gemeinde doch Gottes Volk ist. Ihr seid das Volk Gottes. Ja? Und beide können nicht Volk Gottes sein. Also das sind so Themen, wo ich gerne auch das gerne auch gegenüberstelle. Das Neue Testament zum Alten Testament, die Gemeinde Jesu im Vergleich zu Israel, die Wesenheit in Christus im Vergleich zu den Schattenbildern. Ja? Und auch den neuen Mensch im Vergleich zum alten Mensch, der geistliche im Vergleich zum fleischlichen. Das sind ganz wichtige Themen für uns zu verstehen aus der Bibel. Und dann bekommt man eine gute Schriftteilung. Dann weiß man, wenn man alttestamentliche Schriftstellen zitiert, dass die zunächst mal für Israel galten und in einem anderen Priestertum formuliert waren, aber geistlich auch auf die Gemeinde ausgelegt werden könnten, wenn man das wollte. Ja? Und das sind so Dinge, die ich sehr, sehr wertvoll finde, da, um eine gute Schriftteilung und eine gute Erkenntnis und ein gutes Verständnis auch der Bibel zu haben. Im Neuen Testament lesen wir von den Wesenheiten, im Alten Testament lesen wir von Schattenbildern, die der Deutung bedürfen, die ausgelegt werden müssen, ja? Was Christus getan hat und auch insbesondere Paulus im Neuen Testament. Ja? Nur als kurzes Beispiel, in 3. Mose 14 ist die Rede, gibt es aber auch ein Video von, was ich aber auch immer wieder ganz, ganz spannend finde, und zwar die Reinigung von diesem Aussätzigen. Ja? Da soll der Priester, der soll ja Ysop nehmen und Wolle und Zedernholz und einen Vogel. Und wenn der Priester dann sieht, dass jemand Aussatz hat, dann soll er diesen, oder zwei Vögel, dann soll er einen der beiden Vögel opfern in ein irdenes Gefäß über fließendem Wasser. Und dann soll er die Wolle und das Zedernholz nehmen und den Ysop und den zweiten Vogel, den lebendigen Vogel, und das zusammen in das Blut tauchen von diesem ersten Vogel, der geopfert wurde. Und dann soll er zum Aussätzigen gehen und soll den damit besprengen und dann ist er rein. Komisch, gell? Und dann soll er den Vogel fliegen lassen. Das steht im Gesetz über die Reinigung des Aussatzes. Haben die Juden auch gemacht. Steht ja da. Ja? Ist aber nur ein Schattenbild. Aber worauf denn? Naja, auf Christi Opfertod. Stellt euch mal vor, da wird ein Sünder gereinigt mit Blut. Da musste ein Vogel sterben dafür, damit Schuldvergebung da war, damit kultische Reinigung wieder da sein konnte. Und dann ist dieser blutige Vogel in den Himmel geflogen. Das ist Auferstehung Christi. Wir sind doch gerechtfertigt worden durch die Auferstehung, ja? Um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden und in den Himmel aufgefahren. Und das ist alles hier in diesem alttestamentlichen Schattenbild drin. Christus geopfert in einen irdenen Leib. Und zwar, sagt der Hebräerbrief, durch den ewigen Geist, über fließendem Wasser. Und Christi Opfertod dient zur Reinigung des Aussätzigen. Und dieser blutige Vogel fliegt hinauf, wunderschön. Wolle ist dabei, Lamm Gottes, Ysop ist dabei, Priestertum. Holz ist dabei, Golgatha. Wir verstehen das Wort nicht nach dem Buchstaben. Wir verstehen das Wort nach dem Sinn. Gottes Geist gibt uns Verständnis dafür, dass wir das Wort auslegen. Und wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, dann wird das zum Neuen Testament. Das ist neutestamentlich. Das ist Christus gestorben für uns, gestorben und auferstanden. Das sind die Schattenbilder. Das meint Paulus im Kolosserbrief, ja? Wenn er sagt, der Körper, die Verkörperung dessen ist in Christus. Das sind Schattenbilder im Alten Bund. Und das Alte Testament, das trieft von Christus. Das trieft von Neuem Testament. Das ist fast, das muss man ganz vorsichtig anfassen. Wenn man da nur ein bisschen drückt, dann fließt das Öl überall runter, ja? Und wenn man da drauf drückt, ja, dann fließt Evangelium raus. Das ist das Alte, ich mag das Alte Testament, ja?
weil das, manchmal ist das ein bisschen weitläufig, aber da ist alles ist da schon drin. Ja? Und dann wird es im Neuen Testament, wird das von den Aposteln praktisch dann erklärt und erläutert und uns nahegebracht. Das ist was Wunderschönes. Ja? Das ist alles wahr. Warum soll ich das nicht glauben? Ja? Warum soll ich nicht glauben, was wahr ist? Habe ich auch schon mal gesagt, ja. Also Kollegen fragen mir dann, warum ich Christ bin. Und dann sage ich, das ist ganz einfach. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe das alles geprüft, ist alles wahr. Warum soll ich das nicht glauben? So einfach ist das. So menschliche Antwort, ja. Warum soll ich nicht glauben, was wahr ist? Okay, also wenn wir aber samt ihm gepflanzt sind zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Wir sind in Christus, wir sind gleich, weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, komplette Sündenvergebung, auf dass der sündliche Leib aufhöre, das ist vorbei, ja, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Das heißt, das ist unsere Stellung und die Konsequenz daraus ist, dass wir nicht mehr in der Sünde leben sollen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde und der will da auch nicht mehr hin zurück. Und wenn ich im Internet so Videos mache über Gesetz und Gnade, dann schreiben mich Leute an und sagen, du willst ja, du machst die Gnade so groß, du willst ja nur in allen Sünden leben. Du willst wohl ja, deiner Sünde frönen und deswegen mach, die Gnade ist nicht so billig. Die Gnade muss man sich verdienen. Ja, ist sie dann noch Gnade? Nö, schreibt Paulus im Römerbrief. Wenn man sich Gnade verdient, dann bekommt man die Gnade ja aus Pflicht zugewiesen. Ja? Dann hätte man sich die Gnade ja erarbeitet, aber das ist alles vollkommen unverdient. Das ist geschenkt, das ist ein freies Geschenk. Und diese Straße zur Freistadt, die halten wir schön sauber. Ja? Wir mischen da nicht Anstrengung bei und Gesetz. Wir haben ja gestern gelesen, dass das geht ohne Zutun des Gesetzes. Das geht ohne eigene Anstrengung. Ja? Das geht nicht mühelos, aber das geht ohne Anstrengung im Gesetz. Es geht einfach aus Gottes Gnade, wird das einfach so geschenkt. Und das ist ein Ärgernis. So, und jetzt schreiben die mir und sagen, du willst wohl nur in deinen Sünden leben. Dann schreibe ich immer zurück, ist das das Erste, was euch einfällt? Wäre nicht das Erste, was einem einfallen sollte, um Himmels Willen, Dankeschön, dann bin ich ja frei, dann bin ich ja gerettet. Dankeschön für die Entlastung, Herr Jesus. Danke, dass du das, das wäre doch die erste Reaktion, oder? Ist die erste Reaktion zu sagen, du willst ja nur in deinen Sünden leben. Also ich habe auch gar nichts dagegen, wenn jemand im Glauben hart kämpft. Manchmal ist der Glaube ein harter Kampf, aber kein Krampf. Manchmal gibt man für den Glauben alles hin. Manchmal hört man einen Job auf, manchmal gibt es auch andere Dinge. Und in anderen Ländern müssen die Menschen ja noch ganz andere Dinge opfern für den Glauben. Ich habe da nichts gegen. Paulus schreibt daran Titus, lass die unseren in einem ganzen Stand guter Werke erfunden werden. Es geht um die Reihenfolge. Ja? Es geht ja nicht so, dass wir viele, viele gute Werke tun, wie im Katholizismus, und dann sind wir ein rechter Christ und dann hat Gott uns auch lieb. Dann werden wir gerecht, sondern wir werden gerecht aus lauter Gnade und daraus tun wir. Und manchmal gibt es Zeiten, da darf man im Glauben ganz faul sein. Da muss man in der Gemeinde nichts tun und da muss man auch nicht unbedingt stille Zeit halten. Ein Bruder sagt, das ist ein Winzer, der sagt, der ist auch so ein Pelzig, gell? Ich mache nicht stille Zeit, ich bin stille Zeit. Ich bin etwas. Ja? Gehe ich in meinen Wingert mit meinem Heiland. Und da bin ich stille Zeit. Ja? Kommt da abends nach Hause, sein Schwager ist da, der war Manager bei irgendeinem Konzern. Und der Hermann kommt aus dem Weinberg und der Manager sitzt schon da und dann setzen sie sich an den Abendbrottisch und dann sagt er, ei Hermann, hast du verschaffte Hände? Dann sagt der Hermann, ei so verschafft wie meine Hände sind, so verschafft ist dein Herz. Und 14 Tage später hat er einen Herzinfarkt, war gestorben. Hat noch irgendwie versucht, Handy, und dann war es vorbei. Das ist klug, gell? Der hat hingehört. Der hat was gesehen, wer gegenüber ihm war, ja? Das ist Bauernschleue, oder? Schön, das ist so lebensnah, ne? Das fällt uns intellektuell nicht so schnell ein. Da müssen wir ein bisschen üben, ja? Aber ich finde das so, so verschafft wie mein Hand, so verschafft ist dein Herz. Der hat ihm ins Herz geguckt, ja? Gut, aber einverstanden, ja? Also ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand im Glauben auch wirklich kämpft. Aber die Reihenfolge ist umgekehrt. Wir werden nicht gerecht aus dem, was wir tun, sondern Gott schenkt uns das einfach. Und manchen ist auch gegeben, dass sie ihr ganzes Leben hart kämpfen für den Heiland. Das ist eine Gabe, ja? Und es gibt Zeiten im Leben, die sind vielleicht sehr, sehr anstrengend. Und dann gibt man alles hin. Und dann gibt es auch Zeiten, wo man wieder ausruhen darf und wo man ohne schlechtes Gewissen sagen darf, ich mache in der Gemeinde gar nichts.
ich nehme mir Zeit und bin zu Hause. Ja? Wir, Anja und ich machen in der Gemeinde nichts. Nix. Ja? Wir haben aber Zeit für Gäste. Und das finde ich auch schön. Ja? Und ich kenne den Gemeinderummel gut. Du bist dann nachher so drin, die fressen dich auch auf. Du kannst ja überall mitarbeiten, bist auch gerne gesehen. Ja? Die Leute werden ja systematisch zur Mitarbeit animiert, weil die dann weniger schnell wieder die Gemeinde verlassen. Ist doch böse, gell, was ich so sage heute Morgen, ist ganz schlimm, ja. Aber ich erlaube mir das einfach. Und ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich ganz, ganz viel für die Gemeinde gemacht habe und viel mehr als für mein Geld. Viel mehr für die Gemeinde gemacht habe. Das gab es dann auch. Das hat alles seine Zeit. Ja? Und das darf, man darf auch ohne schlechtes Gewissen Zeiten haben, wo man einfach ausspannt. Paulus ist er unterwegs in der Apostelgeschichte und dann sagt er den Mitreisenden da, sagt er, fahrt ihr schon mal mit dem Schiff vor, ich nehme die Landroute. Und dann ist der Paulus zu Fuß über Land gegangen. Warum? Weil der mal alleine sein wollte. Ja, dann sind die mit dem Schiff da um die Küste da irgendwie rumgefahren zum Hafen und der Paulus ist halt die Landroute mal gegangen. Der wollte mal alleine, muss mal ein bisschen, und das ist gut, ja, darf man tun. Ist nichts Schlimmes. Aber kommen natürlich die Gemeindeleiter und sagen, wieso bist denn du so? Ja, du musst doch auch. Nee, musst du gar nicht, ja. Wir müssen gar nichts, wir müssen dem Herrn nachfolgen. Und diesen Trotz, den darf man auch, manchmal ist es auch Selbstschutz. Wir haben Geschwister, die in der Gemeinde dann sind zum Glauben gekommen und sind dann in diese Gemeindeaktivitäten reingekommen, ich sag's mal ein bisschen wertfrei. Und dann waren die plötzlich im Chor und dann waren die in jenem Kreis und in diesem Kreis. Und dann haben die gemerkt, wir haben gar keinen Abend mehr frei in der Woche. Und er war Koch, ja, und dann hat er dann gekocht am Wochenende noch. Und dann haben die neben ihrem Job auch noch so einen zweiten Job in der Gemeinde gehabt. Bis die irgendwann gemerkt haben, das macht uns total fertig. Und dann haben die das alles gekündigt. Und dann haben sie sich so langsam der Sache wieder angenähert und haben lernen müssen, ich habe halt nur ein Limit an Power, ja. Und manchmal geht man da auch drüber, aber es ist auch gut, man bleibt ein bisschen drunter. Kommt ja immer noch mal Mehrwertsteuer drauf, dann kommt man auch wieder auf 100%. Ja. Ich habe den Brüdern auch immer gesagt in der Gemeinde, sag ich, wir lasten uns nicht 100% aus, wir machen nur 70%. Ja. Und unvorhergesehen, es kommt dann oben drauf und 19%, dann sind wir auch bei 105%. Ja. Wir sind ein bisschen klug, wir verausgaben uns nicht sofort. Wir wollen ja weit laufen, deswegen gehen wir langsam. Ja. Dann wird man nicht so schnell müde. Also das ist, gehört, glaube ich, auch so zur Lebensführung. Ja. Und ist auch gut zu wissen, ja. Okay, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod wird nicht über ihn herrschen können. Nicht herrschen können. Die Gnade herrscht. Christus lebt und er lebt ewig. Und wir mit ihm, ja. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben zu einem einzigen Mal. Was er aber lebt, das lebt der Gott. Und das sollen wir auch tun. Ja? Er stellt uns Christus vor Augen und er sagt, das ist das Abbild, das sollt ihr tun. Nicht Gebote halten. Du musst doch wenigstens einmal die 10 Gebote erwähnen, das ist wichtig für die Christen. Ja? In jeder Kirchengemeinde gibt es irgendwo die 10 Gebote, mal eine Predigt drüber. Wieso macht das Paulus nicht? Paulus sagt, das, was Christus der Sünde gestorben ist und dass der Tod nicht über ihn herrschen wird und dass das alles ein für alle Mal geschehen ist und dann bleibt, ja, so auch ihr. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen. Punkt. Ja? Haltet euch dafür. Das heißt, man sieht das nicht, man spürt das nicht. Haltet euch dafür. Warum? Weil das Wort Gottes uns das sagt. Unsere Empfindungen sind anders. Ja? Ich habe, glaube ich, vorgestern schon mal gesagt, das, was das Evangelium uns entgegenruft, das empfinden wir nicht natürlicherweise. Natürlicherweise empfinden wir uns mal gut und mal schlecht. Ja? Mal ganz für den Herrn unterwegs, ich mache meine stille Zeit und lese in der Bibel und habe Zeugnis gegeben, alles gut, der Herr ist mit mir, Halleluja. Und manchmal ist man vielleicht total zerknirscht und sagt, es geht irgendwie gar nichts. Und ich hatte doch eigentlich vor und es geht jetzt auch nicht. Ja. Und manche sind auch vielleicht krank und sind reduziert in dem, wie sie ihr Leben leben wollten gerne. Ja. Und das, was der Paulus uns hier zeigt, ist was ganz anderes. Der sagt nämlich, haltet euch dafür. Das ist etwas, was wir nicht mit unseren 5 Sinnen kennen, sondern das wird uns zugerufen aus dem Evangelium. Und deswegen brauchen wir immer wieder mal so eine Predigt oder mal eine Zeit in der Bibel, damit das aufgefrischt wird. Gott ruft uns das zu. Und das ist wahr. Aber da ist der natürliche Mensch blind für. Aber ihr fühlt in euch ein Sehnen nach dem.
da ist ein Heimweh nach dem, da ist ein Hunger nach dem. Ja? Und dieser Hunger, der muss in der Predigt gestillt werden. Andere Leute, der irdisch gesinnte Mensch, dem genügt, wenn ihm irgendwie beigebracht wird, wie er ein sinnerfülltes Leben lebt. Uns genügt das nicht mehr. Wir suchen mehr. Wir suchen nach dem, was droben ist, was aus dem Wort kommt und nicht aus dem Bauch eines Verkündigers. Wir suchen das Wort Gottes, weil das Geist ist. Und wir suchen nach dieser geistlichen Nahrung in Christus aus dem Wort Gottes. Das suchen wir. Und diesen Hunger können viele Predigten leider nicht stillen. Wo aber andere ganz zufrieden sind und sagen, ich weiß gar nicht, was du hast. Was fehlt dir denn? War doch gut, ja? Und wir haben eine ganz bestimmte Sehnsucht, die wird nur aus diesem Wort gestillt. Und die wird nur im Geist, nicht das Seelische macht uns satt. Das ist auch schön, ja, und das darf man auch genießen. Aber das Geistliche suchen wir. Wir sollen uns hier an dieses Wort Gottes halten.